Kapitel 50 Ich-Bezogenheit. Partner Patil hatte ihr Abendessen später als üblich, erst gegen 19.30 Uhr beendet, und verließ nun mit schnellen Schritten die große Halle in Richtung Ravenclaws Schlafsaal und zu den Studienräumen. Das Tratschen machte ihr zwar großen Spaß, und die Zerstörung von Grangers Ruf brachte diese Freude auf die Spitze, aber sie musste zugeben, dass es einen doch stark von den Schularbeiten ablenken konnte. So hatte sie törichterweise einen 15 cm langen Aufsatz über Lomilia-Holz tagelang vor sich hergeschoben. Leider war er am nächsten Morgen in Kräuterkunde aber definitiv fällig. Deshalb musste sie ihn wohl oder übel heute Abend fertigstellen. Koste es, was es wolle. Sie durchquerte gerade einen langen, gewundenen, schmalen Steinkorridor, als sie ein seltsames Flüstern vernahm. Seine Quelle schien direkt vor ihr zu liegen. »Padma Patil!« Blitzschnell wirbelte sie herum. Den Zauberstab hielt sie bereits griffbereit in der Hand. Wenn Harry Potter dachte, er könne sich so leicht anschleichen, um sie zu erschrecken, dann... Niemand war zu sehen. Sofort drehte sich Padma erneut um und blickte wieder in die ursprüngliche Richtung. Vielleicht war es ein Ventriloquismus-Zauber gewesen? Aber nein, auch hier war niemand zu sehen. Da ertönte der flüsternde Seufzer wieder. Er klang leise, zugleich gefährlich. Padma meinte, einen leicht zischenden Unterton wahrzunehmen. »Padma Patil, Slytherin-Mädchen.« »Harry Potter, Slytherin-Junge«, antwortete sie laut. Nicht umsonst hatte sie schließlich ein Dutzendmal gegen Potter und seine Chaos-Legion gekämpft. Padma wusste einfach, dass Harry Potter hinter dem Ganzen steckte. Auch wenn sie zugeben musste, dass ihr völlig schleierhaft war, wie er das wieder geschafft hatte. Dass der Ventriloquismus-Zauber nur in Sichtweite funktionierte und sie in dem gewundenen Korridor leicht bis zur nächsten Kurve vorwärts und rückwärts sehen konnte, spielte keine Rolle. Sie kannte ihren Feind. Es folgte ein flüsterndes Glucksen, dessen Ursprung jetzt direkt neben ihr zu liegen schien. Hastig fuhr Padma ein weiteres Mal herum und richtete ihren Zauberstab in Richtung des Flüsterns. »Luminous!« Ein kaminroter Lichtblitz schoss heraus und traf die Wand, die daraufhin kurz aufleuchtete. Padma war nicht wirklich verwundert. Sie hatte nicht erwartet, dass es funktionieren würde. Harry Potter konnte es unmöglich gelungen sein, sich unsichtbar zu machen, denn das war Magie, die selbst die meisten Erwachsenen nicht beherrschten. Und außerdem hatte sie nie auch nur ein Zehntel der Geschichten geglaubt, die über ihn erzählt wurden. Die flüsternde Stimme lachte wieder. Diesmal auf ihrer anderen Seite. »Harry Potter steht am Abgrund«, wisperte die Stimme, die jetzt direkt in ihr Ohr zu sprechen schien. »Er schwankt bereits gewaltig. Aber du, Slytherin-Mädchen, Padma Patil, du fällst schon.« »Der Hut hat nicht für mich, Slytherin, ausgerufen, Potter!« Padma stellte sich mit dem Rücken zur Wand, um nicht ständig hinter sich blicken zu müssen, und erhob ihren Zauberstab in Angriffshaltung. Wieder tönte das leise Lachen. »Harry Potter war in der letzten halben Stunde im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum und half Kevin Entwistle und Michael Corner beim Lernen von Zaubertrankrezepten. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin hier, um dir eine Warnung zu überbringen, Padma Patil. Wenn du dich entscheidest, sie zu ignorieren, ist das deine eigene Angelegenheit.« »Gut«, entgegnete Padma kühl. »Nur zu, warne mich, Potter. Ich habe keine Angst vor dir.« »Slytherin war einst ein großes Haus«, hörte sie das mysteriöse Flüstern. Es klang nun irgendwie ein wenig traurig. »Slytherin war einst ein Haus, für das du dich mit Stolz entschieden hättest, Padma Patil. Aber etwas ging schief. Etwas wurde verdorben. Weißt du, was mit dem Haus Slytherin passiert ist, Padma Patil?« »Nein, weiß ich nicht, und es ist mir auch egal.« »Aber es sollte dir nicht egal sein«, flüsterte die körperlose Stimme. Sie schien inzwischen direkt hinter ihrem Kopf zu sprechen. Padma fragte sich kurz, wie das möglich war, denn sie hatte ihren Körper fest an die Wand gedrückt. Doch da sprach die Stimme schon weiter. »Du bist immer noch das Mädchen, dem der sprechende Hut die Wahl gelassen hat. Glaubst du wirklich, dass allein deine Entscheidung für Ravenclaw garantiert, dass du nicht Pansy Parkinson bist und nie Pansy Parkinson werden wirst? Glaubst du ernsthaft, dass es egal ist, wie du dich verhältst?« »Es kann wirklich niemand anderes als Potter hinter dieser Aktion stecken«, versuchte sich Padma zu beruhigen.
Doch so ganz gelang ihr das nicht mehr. Ein kleiner Schauer der Angst breitete sich von ihrer Wirbelsäule aus und lief über ihre Haut. Schließlich gab es auch diese Geschichten über Harry Potter, nach denen er ein heimlicher Legilimens war. Aber sie stand immer noch aufrecht und steckte so viel Biss in ihre Antwort, wie sie konnte. »Die Slytherins stürzen in den Abgrund, um Macht zu erlangen, genau wie du, Potter. Und ich werde das niemals tun. Niemals!« »Stattdessen verbreitest du bösartige Gerüchte über ein unschuldiges Mädchen«, zischte die Stimme. »Auch wenn dir das kein bisschen dabei hilft, deine eigenen Ziele zu erreichen, dir geht es nur um dein eigenes Vergnügen. Und dabei denkst du außerdem nicht eine Sekunde darüber nach, dass eben dieses Mädchen mächtige Verbündete haben könnte, die sie schützen können und auch schützen werden. Das ist nicht das stolze Slytherin der alten Tage, Padma Patil. Das ist nicht der Stolz von Salazar. Das ist schlicht und einfach das verkommende, heutige Slytherin. Padma Parkinson, nicht Padma Malfoy.« Padma durchfuhr eine lähmende Angst, die sie noch nie zuvor in ihrem Leben gespürt hatte. Plötzlich kam ihr in den Sinn, dass es sich hier vielleicht wirklich um einen Geist handeln könnte. Sie hatte zwar noch nie gehört, dass Geister sich so verstecken konnten, aber das musste nichts bedeuten. Vielleicht taten sie es normalerweise nur einfach nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten Geister nicht so unheimlich waren. Schließlich waren sie im Grunde nichts anderes als tote Menschen. Wer sind Sie? Der blutige Baron?« Verärgert bemerkte Padma, dass ihre Stimme inzwischen ein klein wenig zittrig klang. »Als Harry Potter schikaniert und geschlagen wurde«, flüsterte die Stimme, »befahl er all seinen Verbündeten, von jeglicher Art von Rache abzusehen. Erinnerst du dich daran, Padma Patil?« Harry Potter schwankt, aber er ist noch nicht verloren. Er kämpft, und er weiß, dass er sich in Gefahr befindet. Hermine Granger hat ihre eigenen Verbündeten hingegen nie um das Gleiche gebeten. Darum ist Harry Potter jetzt wütend auf dich, Padma Patil. Wütender, als er es in seinem eigenen Namen jemals geworden wäre. Und vergiss nicht, er hat seine eigenen Verbündeten.« Ein Schauer überlief Padma. Sie wusste, dass er sichtbar gewesen war, und hasste sich selbst dafür. »Oh, du brauchst dich nicht zu fürchten«, flüsterte die Stimme. »Ich werde dir nicht wehtun, denn du verstehst hoffentlich, Padma Patil, dass Hermine Granger wirklich unschuldig ist. Sie steht nicht am Abgrund und sie fällt nicht. Sie hat ihre Verbündeten nicht darum gebeten, dich unbehelligt zu lassen, denn ein solcher Gedanke kam ihr nicht einmal in den Sinn. Und auch wegen Harry Potter musst du dir keine Sorgen machen. Er weiß sehr wohl, dass Hermine nie wieder, und damit meine ich, bis die Sonne ausbrennt und der letzte Stern am Nachthimmel erlischt, mit ihm sprechen würde, wenn er dir um ihretwillen Schaden zufügt.« Die Stimme klang nun sehr traurig. »Hermine Granger ist ein freundliches Mädchen. Ein Mensch, wie man sich ihn nur wünschen kann.« »Granger kann den Patronuszauber nicht ausführen«, rief Padma aufgebracht. »Wenn sie wirklich so nett wäre, wie sie vorgibt, dann...« »Kannst du den Patronuszauber wirken, Padma Patil? Du hast dich nicht einmal getraut, es zu versuchen. Du hast dich vor dem Ergebnis gefürchtet und daher feige gekniffen.« »Das ist nicht wahr. Ich hatte keine Zeit. Das war alles.« Die Stimme ließ sich nicht beirren. »Hermine Granger hingegen hat es versucht, obwohl sie wusste, dass ihr alle dabei zusehen würden. Und als sie merkte, dass ihre Magie versagte, war sie überrascht und bestürzt zugleich. Denn der Patronuszauber birgt Geheimnisse, die nur wenige je kannten und die inzwischen vielleicht keiner mehr kennt. Außer mir.« Padma vernahm ein leises, gespenstisches Kichern. »Ich kann dir versichern, dass es keinen Schatten in ihrer Seele gibt, der das Licht darin hindern könnte, hervorzukommen. Der Grund, warum Hermine Granger den Patronuszauber nicht wirken kann, ist derselbe, aus dem auch Godric Gryffindor, der diese Hallen errichtet hat, es nie konnte.« Im Korridor wurde es von Minute zu Minute kälter. Dessen war Padma sich sicher. Es fühlte sich an, als würde jemand den Kühlungszauber einsetzen.
Sie spürte, wie sie zu frösteln begann. »Du solltest allerdings bedenken, dass Harry Potter nicht der einzige Verbündete von Hermine Granger ist.« Padma meinte, nun einen Hauch von trockener Belustigung in der Stimme zu erkennen. Dieser Unterton erinnerte sie an Professor Quirrell. »Phileas Flitwick und Minerva McGonagall schätzten Hermine, meiner Kenntnis nach zumindest, ebenfalls sehr. Ist dir schon einmal in den Sinn gekommen, dass du nicht gerade gut dastehst, wenn die Professoren erfahren, was du Hermine Granger angetan hast? Sie werden ihre Missbilligung vermutlich nicht offen zeigen oder gar aktiv eingreifen. Aber sie werden vielleicht etwas zögerlicher sein, wenn es um die Vergabe von Hauspunkten geht, bei denen du eine Rolle spielst. Und auch deine Erfolgsaussichten im Unterricht könnten sich infolge deines Verhaltens ziemlich drastisch verschlechtern. Ich bin sicher, dass den beiden noch eine Menge mehr einfallen würde, um dir ihre Meinung zu deinem Benehmen auf subtile Art und Weise zu zeigen.« »Potter hat mich also verpetzt?« Ein geisterhaftes Kichern erklang, gefolgt von einem trockenen Lachen. »Glaubst du, die beiden sind taub, blind und dumm? Glaubst du, ihnen wäre Hermine Granger so egal, dass sie nicht sehen, wie sie leidet? Genauso wie sie dich, ihre aufgeweckte junge Padma Patil, vielleicht einmal gemocht haben und daher auf ihrem Weg unterstützten. Genauso, oder vielleicht sogar noch stärker, begleiten sie Hermine Granger. Aber die Zeiten haben sich geändert. Du hast das alles zugunsten albernen Geschwätzes einfach weggeworfen.« Padmas Kehle war auf einmal wie zugeschnürt. Daran hatte sie nicht gedacht. Ganz und gar nicht. »Ich frage mich, wie viele Menschen noch mit dir befreundet sein werden, wenn du das Ende des Weges, den du gerade beschreitest, erreichst. Ist es das wirklich wert? Solltest du wirklich auf diese Weise weitermachen, nur um dich noch weiter von deiner Schwester zu entfernen und deinen eigenen Schatten in Parvatis Licht werfen zu können? Mit ihr in Harmonie zu leben? Genauer gesagt, wieder in Harmonie zu leben, war immer schon deine größte Angst. Das brauche ich dir hoffentlich nicht zu erklären. Aber findest du es wirklich sinnvoll, ein unschuldiges Mädchen zu verletzen, nur um dich von deiner Schwester abzugrenzen? Musst du wirklich der böse Zwilling sein, Padma Patil? Findest du wirklich kein anderes Ideal, dem du nachjagen könntest, ohne dabei jemanden zu schaden?« Das Herz hämmerte in ihrer Brust. Padma hatte noch nie mit jemandem darüber geredet. »Woher?« »Ich habe mich schon immer gefragt, warum Schüler sich gegenseitig schikanieren«, meldete sich die Stimme wieder zu Wort. Diesmal klang sie leicht resigniert. »Warum machen sich Kinder gegenseitig das Leben schwer? Warum verwandeln sie ihre Schulen aus eigenem Antrieb in Gefängnisse? Oder allgemeiner gefragt, warum bereiten sich Menschen grundsätzlich selbst Unannehmlichkeiten? Nach langen Recherchen kann ich dir diese Frage inzwischen zumindest teilweise beantworten, Padma Patil. Es liegt schlicht und einfach daran, dass Menschen nicht innehalten und nachdenken, bevor sie Schmerzen verursachen. Sie sind unfähig, sich vorzustellen, dass sie auch selbst in der Folge verletzt werden könnten, vielleicht unter ihren eigenen Untaten später zu leiden haben. Aber du wirst leiden, Padma Patil. Oh ja, das wirst du. Zumindest, wenn du auf dem Pfad bleibst, den du aktuell eingeschlagen hast. Und ich kann dir sogar schon sagen, welche Form dein Leid annehmen wird. Du wirst die grausamen Schmerzen der Einsamkeit, der Angst und des Misstrauens anderer erleben. Du verstehst hoffentlich, es sind die gleichen Schmerzen, die du jetzt Hermine Granger zufügst. Doch im Gegensatz zu ihr wirst du sie verdient haben und daher noch stärker und länger darunter leiden.« Der Zauberstab in ihrer Hand begann zu zittern. »Als du nach Ravenclaw gegangen bist, hast du dich nicht endgültig für eine Seite entschieden, Slytherin-Mädchen. Auch wenn du das vielleicht damals dachtest, du entscheidest stattdessen Tag für Tag aufs Neue, auf welche Seite du gehörst. Mit der Art und Weise, wie du dein Leben lebst, wie du mit anderen Menschen umgehst und was du ihnen
und dir selbst antust, wirst du das Leben anderer erhellen oder verdunkeln. Es ist die Wahl zwischen Licht und Dunkelheit, und du allein entscheidest, wie sie ausfällt. Kurz herrschte Stille. Doch dann setzte die Stimme nach. Und diese Wahl ist selbstverständlich nur der Anfang. Wesentlich schwieriger ist es, im Laufe eines Lebens immer wieder neu zu entscheiden, was gerade Licht und was Schatten ist. Und das ist wohl am allerwichtigsten, man muss den Mut aufbringen, sich selbst einzugestehen, wenn man zwischenzeitlich auf den falschen Weg geraten ist. Wieder herrschte Stille. Diesmal hielt sie länger an. Es dauerte eine Weile, bis Padma bewusst wurde, dass sie wohl entlassen worden war. Als sie versuchte, ihren Zauberstab wieder in die Tasche zu stecken, hätte sie ihn fast fallen gelassen. Und auch ihre Bemühungen, den Ort des seltsamen Gesprächs zu verlassen, waren nicht gerade erfolgreich. Bei ihrem ersten Schritt von der Wand weg konnte sie nur knapp einen Sturz verhindern. Auch ich habe nicht immer richtig zwischen Licht und Dunkelheit gewählt, hörte sie plötzlich wieder die Stimme, als wäre sie nie verstummt. Erneut schrak Padma zusammen. Doch dein Fall ist noch viel verwerflicher. Du verfolgst nicht mal einen konkreten Plan. Du bist es nicht würdig, ein Slytherin zu sein. Daher geh und mach deine Kräuterkunde-Hausaufgaben, Ravenclaw-Mädchen. Die letzten Worte erklangen in einem zischenden lauten Ton, der sich fast wie eine Schlange anhörte. Padma ließ sich den Befehl nicht zweimal sagen. Sie floh, so schnell sie konnte, die Korridore entlang, als ob die Letherfalls sie verfolgten. Selbst als sie an anderen Schülern vorbeikam, die sie überrascht musterten, und selbst als sie einem Vertrauensschüler begegnete, der die Regeln über das Rennen im Korridoren sicher auswendig aufsagen konnte, blieb sie nicht stehen. Padma rannte den ganzen Weg zum Schlafsaal der Ravenclaws, so dass sie mit wild schlagendem Herzen an der Tür ankam. Als diese sie fragte, warum die Sonne am Tag statt in der Nacht scheint, brauchte sie 3 Versuche, bis sie ihre Antwort schlüssig formulieren konnte. Dann endlich öffnete sich die Tür und Padma schlüpfte hindurch. Das erste, was sie nach ihrer Flucht wieder bewusst wahrnahm, waren Mädchen und Jungen aller Altersklassen, die sie stumm anstarrten. Dann registrierte sie Harry Potter, Michael Corner und Kevin Entwistle, die an einer Ecke an einem fünfeckigen Tisch saßen. Auch sie hatten von ihren Schulbüchern aufgeblickt und musterten sie kritisch. »Gütiger Merlin«, brach Penelope Clearwater in diesem Moment die angespannte Stille und sprang auf. »Was ist mit dir passiert, Padma?« »Ich«, stotterte sie, »ich habe einen Geist gehört.« »Doch nicht etwa den blutigen Baron, oder?« fragte Clearwater. Sie zog ihren Zauberstab und reichte Padma einen Augenblick später einen Becher mit Wasser. »Hier, trink das und setz dich. Du bist ja leichenblass.« Padma ignorierte sie. Zielstrebig ging sie auf den fünfeckigen Tisch zu und sah Harry Potter in die Augen. Er begegnete ihrem Blick mit ruhiger, ernster und zugleich ein wenig trauriger Miene. »Du hast das getan«, schrie Padma. »Wie kannst du es wagen?« Schlagartig herrschte im Gemeinschaftsraum von Ravenclaw erneut völlige Stille. Harry sah sie einen Moment nur an. Dann fragte er, »Kann ich dir bei irgendetwas helfen?« Padmas Stimme zitterte leicht. »Gib es zu! Du hast den Geist auf mich gehetzt! Wag nicht, es zu leugnen!« »Ich meine es ernst«, wiederholte Harry. »Kann ich dir bei irgendwas helfen? Vielleicht dir etwas zu essen besorgen, dir eine Limonade holen, dir bei den Hausaufgaben helfen oder irgendwas in der Art?« Die anderen Schüler starrten die beiden ungläubig an. »Warum solltest du?« war alles, was Padma herausbrachte. Etwas anderes fiel ihr nicht ein. Sie verstand gar nichts mehr. »Weil einige von uns am Abgrund stehen«, erklärte Harry, »und ein wesentlicher Unterschied darin besteht, was man für andere Menschen tut. Lässt du mich dir bei etwas helfen, Padma?« »Bitte!« Sie starrte ihn an. In diesem Moment wurde ihr klar, dass auch er eine Warnung bekommen hatte, wenn sie auch anders ausgefallen sein mochte als bei ihr. »Ich«, begann sie und holte einmal tief Luft, »ich muss 15 Zentimeter über Lumilialor-Hals schreiben. Lass mich kurz in den Schlafsaal gehen und meine Kräuterkunde-Sachen holen«, entgegnete Harry. Er hob sich von seinem Tisch und wandte sich dann noch einmal kurz zu Entwistle und Corner um. »Sorry, Leute, wir sehen uns später.« Die beiden antworteten nicht.
Sie starrten Harry zusammen mit allen anderen im Gemeinschaftsraum nur stumm hinterher, als er zur Treppe hinüberging. In den folgenden Stunden sprach Padma mit Harry Potter natürlich über Lumiliaholz, aber auch über viele andere Dinge. Sogar ihre Angst, wieder mit Parvati in Einklang zu leben, diskutierten sie. Dabei hatte Padma darüber noch nie zuvor mit jemandem gesprochen. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr. Harrys geisterhafter Verbündeter wusste schließlich sowieso schon Bescheid. Und außerdem musste sie zugeben, dass es ihr durchaus gut tat, die Dinge laut auszusprechen. Sogar vor Harry Potter. Oder gerade vor Harry Potter? Seine Reaktion war nämlich ganz anders ausgefallen, als sie es sich jemals hätte vorstellen können. Nachdem sie ihren Bericht beendet hatte, hatte er in seinen Beutel gegriffen und einige merkwürdige Bücher hervorgeholt. Dann hatte Harry erklärt, dass sie die Lektüre dieser Bücher dabei helfen könnte, ihre Denkmuster so zu verändern, dass sie nie wieder in Einklang mit Parvati geraten würde. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sie den Inhalt der Bücher verstand. Padma war skeptisch, aber ein Versuch konnte nicht schaden. Was wäre, wenn sich ihr Problem mit Harrys unerwarteter Hilfe tatsächlich ein für alle Mal lösen ließ? Das wagte sie sich kaum vorzustellen. Also hatte sie das Angebot, die Bücher unter der Bedingung völliger Geheimhaltung auszuleihen, dankend angenommen. Als Harry um 9 Uhr angekündigt hatte, dass er jetzt gehen müsse, war der Aufsatz erst halb fertig gewesen. Dann war er aufgestanden und hatte sich auf den Weg zur Tür gemacht. Doch kurz davor war er noch einmal stehen geblieben, hatte sich zu ihr umgewandt und gesagt, dass er sie für würdig erachtete, eine Slytherin zu sein. Bevor sie begriff, was ihr gerade gesagt worden war und wer es gesagt hatte, hatte sie sich daraufhin eine ganze Minute lang gut gefühlt. Als Padma an diesem Morgen zum Frühstück kam, bemerkte sie, wie Mandy bei ihrem Anblick dem Mädchen neben ihr etwas zuflüsterte. Daraufhin stand das Mädchen von der Bank auf und kam auf sie zu. Padma fühlte, wie ihr heiß wurde. Gestern Abend war sie noch froh darüber gewesen, dass das Mädchen in dem anderen Schlafsaal als sie schlief. Aber jetzt wurde ihr schlagartig bewusst, dass dieser Umstand die Sache nur noch schlimmer gemacht hatte. Denn jetzt blieb ihr nichts anderes übrig, als es vor allen Leuten zu tun, die sich gerade im Speisesaal aufhielten. Aber egal, immerhin wusste sie, was sie tun musste. Das Mädchen kam näher. »Es tut mir leid«, hörte Padma sie sagen. Einen Moment glaubte sie, sich verhört zu haben. »Was?« rief Padma. Das war nämlich ihr Text. »Es tut mir leid«, wiederholte Hermine Granger klar und deutlich. Ihre Stimme war so laut, dass jeder der Anwesenden sie hören konnte. »Ich habe Harry nicht darum gebeten, das zu tun, und ich war wütend auf ihn, als ich es herausfand. Er musste mir versprechen, es niemals wieder zu tun, und ich werde zur Strafe 1 Woche lang nicht mit ihm sprechen. Es tut mir wirklich, wirklich leid, Miss Patil.« Hermine Granger hielt den Rücken kerzengerade und blickte sie mit durchdringender Miene an. Padma konnte den Schweiß auf ihrem Gesicht sehen. Machte Padma. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander. Was um alles in der Welt sollte sie damit anfangen? Hilfesuchend ließ sie ihren Blick hinüber zum Ravenclaw-Tisch streifen. Dort sah sie einen Jungen, der mit angespannter Miene und geballten Fäusten in seinen Schoß starrte. Rückblick. Wenige Minuten zuvor. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst netter sein!« kreischte Hermine. Harry begann zu schwitzen. Er hatte Hermine noch nie zuvor schreien gehört, und in dem leeren Klassenzimmer hallte ihre Stimme besonders laut. »Ich, aber ich war nett«, versuchte er schwach zu protestieren. »Bedenke bitte, dass ich sie praktisch gerettet habe. Padma war auf dem falschen Weg und ich habe sie davon abgebracht. Wahrscheinlich habe ich ihr ganzes Leben zum Besseren verändert. Außerdem hättest du die Originalversion hören sollen, die Professor Quirrell vorgeschlagen hat.« Erst einen Augenblick zu spät erkannte Harry, was er gerade gesagt hatte. Hastig schloss er den Mund. »So ein Mist!« Hermine klammerte sich an ihre kastanienbraunen Locken. Es war eine Geste, die Harry noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte. »Was hat dein toller Professor denn empfohlen? Hätte ich sie vielleicht töten sollen?« Harry fielen unweigerlich die Worte des Verteidigungsprofessors wieder ein, dass Harry versuchen sollte, die Kontrolle über Hogwarts gesamte Gerüchteküche zu erlangen. Dafür müsse er alle wichtigen und einflussreichen Schüler innerhalb und außerhalb seines Jahrgangs identifizieren und diese dann in seinem Sinne beeinflussen. Abschließend hatte er da noch hinzugefügt, dass diese Aufgabe eine allgemein nützliche und zugleich amüsante Herausforderung für jeden echten Slytherin in Hogwarts sei. »Nichts dergleichen«, erwiderte Harry schnell. »Er hat nur ganz allgemein vorgeschlagen, dass ich Einfluss auf die Leute nehmen könnte, die Gerüchte verbreiten. Daraufhin habe ich beschlossen, dass es eine nettere Version dieser Idee wäre, wenn ich Padma einfach direkt
über die Bedeutung und die möglichen Konsequenzen ihrer Handlung informiere. Ich meine, anstatt sie direkt zu bedrohen oder sowas. Du glaubst also ernsthaft, du hättest sie nicht bedroht? Inzwischen zog Hermine an ihren Haaren. Harry fand das noch bedrohlicher als das vorherige Haareraufen. Ich schätze, sie hat sich vielleicht doch ein wenig bedroht gefühlt. Aber Hermine, du musst bedenken, dass die Leute alles tun, wenn sie glauben, dass sie damit durchkommen. Solange ihnen etwas nicht selbst wehtut, ist es ihnen völlig egal, wie sehr es andere schmerzt. Bitte versteh doch, wenn Padma weiterhin denkt, dass es keine Konsequenzen hat, wenn sie Lügen über dich verbreitet, dann wird sie es einfach weiterhin tun. Warum sollte sie es auch lassen? Okay, und wie sieht es denn mit dir aus? Denkst du ernsthaft, dass das, was du getan hast, für dich wiederum keine Konsequenzen haben wird? Harry spürte plötzlich ein ungutes Gefühl im Magen. Hermine starrte ihn mit dem wütendsten Blick an, den er je bei ihr gesehen hatte. Hast du auch nur ein einziges Mal darüber nachgedacht, was die anderen Schüler jetzt von dir denken, Harry? Oder von mir? Oh, wenn Harry nicht mag, wie ich über Hermine spreche, werden Geister auf mich gehetzt, sagte Hermine im Tonfall eines verschüchterten Hufflepuffs. Hast du einkalkuliert, wie viele Schüler von jetzt an so oder so ähnlich über uns denken werden? Harry öffnete den Mund, aber es kam kein Wort raus. Er hatte, nun ja, tatsächlich nicht darüber nachgedacht. Hermine griff nach den Büchern, die vor ihr auf dem Tisch lagen. Ich werde eine Woche lang nicht mit dir sprechen und das auch allen anderen sagen. Dabei werde ich auch erklären, warum ich das tue. Wenn du Glück hast, macht das vielleicht einiges von dem rückgängig, was du gerade getan hast. Und nach dieser Woche werde ich... Hermine stockte einen Moment. Dann werde ich neu entscheiden, was zu tun ist. Vermutlich... Harry hielt es nicht mehr aus. Hermine! Seine Stimme hatte sich zu einem Schrei der Verzweiflung erhoben. Ich wollte doch nur helfen! Als Hermine die Tür zum Klassenzimmer öffnete, drehte sie sich noch einmal um und sah ihn an. Harry, sagte sie. Ihre Stimme zitterte ein wenig vor Wut. Professor Quirrell ist dabei, dich auf die dunkle Seite zu ziehen. Das meine ich ernst. Nein, das macht er nicht. Er hat mir nicht empfohlen, das zu tun, was ich getan habe. Dahinter steckt nur meine Idee. Hilflos brach er ab. Hermines Stimme war sehr leise geworden. Harry hatte Mühe, sie zu verstehen. Eines Tages wirst du mit ihm essen gehen. Und nur noch deine dunkle Seite wird wieder zurückkommen. Oder vielleicht kommst du auch gar nicht mehr zurück. Ich verspreche dir, sagte Harry hastig, dass ich vom Mittagessen zurückkommen werde. Die Worte rutschten einfach so ihm heraus. Erst nachdem er den Satz beendet hatte, begann er darüber nachzudenken. Und ihm gefiel nicht, was dabei herauskam. Hermine drehte sich einfach um, ging hinaus und knallte die Tür hinter sich zu. Wie blöd bist du eigentlich, Harry Potter? Meldete sich da, wie erwartet, auch schon sein innerer Kritiker zu Wort. Genau auf diese Art und Weise ruft man das Gesetz der dramatischen Ironie auf den Plan. Nun wirst du nicht nur an diesem Samstag mit den letzten Worten »Es tut mir leid, Hermine, sterben«, sondern sie wird auch noch ihr Leben lang bereuen, die Tür einfach zugeschlagen zu haben. Ach, halt doch die Klappe! Gegenwart. Als Padma sich nach der Ansprache von Hermine zum Frühstück zu ihr setzte und ihr mit einer, auch an den anderen Tischen gut vernehmbaren Stimme erklärte, dass der Geist ihr sehr wichtige Dinge gesagt hatte, blieb die Reaktion der anderen Schüler zunächst verhalten. Als sie dann aber ergänzte, dass sie Harry Potters Handeln im Nachhinein durchaus positiv bewertete, spiegelten sich auf den Gesichtern der Umstehenden verschiedene Emotionen wider. Einige Leute schienen dies beruhigend zu finden und weniger Angst zu haben. Auf andere hatten ihre Worte wiederum offensichtlich den gegenteiligen Effekt. Sie hatten eindeutig noch mehr Angst als zuvor. Eine weitere Folge der ganzen Aktion ließ sich hingegen durch alle Jahrgänge hinweg gleichermaßen beobachten. Die anderen sagten, zumindest in der Öffentlichkeit, wo Harry Potter es womöglich mitkriegen konnte, weniger gemeine Dinge über Hermine. Insbesondere bei den Erstklässlern ließ sich kaum noch eine harmlose Kritik, geschweige denn eine echte Beleidigung aufschnappen. In der Lehrerschaft, genauer gesagt bei Professor Flitwick, war die Reaktion nach Harrys Einschätzung schließlich ebenfalls als gemischt zu bewerten. Der Professor fragte Harry direkt, ob er für das, was Padma zugestoßen war, verantwortlich sei. Harry gab unumwunden zu, worauf ihm Flitwick 2 Tage Nachsitzen aufbrummte. Der Professor begründete dies mit dem für einen Ravenclaw-Schüler inakzeptablen Verhalten, das Harry an den Tag gelegt habe. Obwohl Harry nur einen Geist eingesetzt hatte und Padma nicht verletzt worden war, könne er das nicht gutheißen. Harry nickte daraufhin und erklärte, dass er verstand, warum der Professor ihm eine Strafe geben musste und dass er nicht protestieren würde. Doch bevor der Professor sich abwenden konnte,
fügte er noch eine Frage hinzu. War Professor Flitwick angesichts der Tatsache, dass er Padma offenbar geholfen hatte, wirklich der Meinung, dass er das Falsche getan hatte? Diese Anmerkung schien Flitwick einen Augenblick aus dem Konzept zu bringen. Er hielt inne und dachte nach. Doch dann verkündete er mit feierlich quietschender Stimme, dass Harry lernen müsse, wie er mit den anderen Schülern auf normale Weise umgehen konnte. Daraufhin schoss Harry wiederum sofort der Gedanke in den Kopf, dass dies ein Rat war, den ihm Professor Quirrell niemals gegeben hätte. Nach diesem wenig erkenntnisreichen Gespräch beschloss Harry, noch einmal in aller Ruhe die mögliche Alternative zu seinem Handeln durchzugehen. Wenn er Professor Quirrells Vorschlag tatsächlich 1:1 umgesetzt hätte, also auf die normale Slytherin-Art, dann wären einige der eingetretenen positiven wie negativen Effekte ausgeblieben. Padma hätte sich zweifellos nie darüber Gedanken gemacht, was wirklich in ihr vorging. Und sie wäre damit auch nicht gerettet worden. Stattdessen hätte sie den falschen Weg weiter verfolgt und damit letztlich selbst unter den Folgen ihres Handelns gelitten. Und es war ja nicht so, dass er Padma zu irgendeinem Zeitpunkt und in irgendeiner Weise angelogen hatte. Als er nach dem Einsatz des Zeitumkehrers unter dem Tarnumhang mit Hilfe des Ventriloquismus-Zaubers mit ihr gesprochen hatte, war es um nichts anderes als um unumstrittene Tatsachen gegangen. Andererseits, wenn er Padma und die anderen Gerüchtestreuer mit verschiedenen subtil platzierten Anreizen unter seine Kontrolle gebracht hätte, dann hätte Padma nie offen darüber gesprochen und Hermine hätte es damit auch nicht herausgefunden. Harry schüttelte verärgert den Kopf. Er war sich einfach immer noch nicht sicher, ob er nun das Richtige getan hatte oder zumindest etwas Richtiges dabei gewesen war. Fakt war jedoch, dass Hermine nicht nachgegeben hatte und nicht mehr mit ihm sprach. Das tat weh, und zwar mehr als Harry erwartet hatte. Es schien, als hätte sein Gehirn bereits begonnen, die lang trainierte Fähigkeit des Alleinseinkönnens zu vergessen. Alleine zu lernen war einfach nicht mehr das Gleiche wie früher.